Ja, zu guter Letzt sehen wir jetzt Auszüge aus Kunst von Jasmina Reza. Es spielen Loris Andrej Wojajewski, Maximilian Pekul und Harald Horvath. Mein Freund Serge hat sich gerade ein Bild gekauft. Ein Ölgemälde. Von etwa 1,60 Meter auf 1,20 Meter. Ganz in Weiß. Der Untergrund ist weiß und wenn man die Augen zusammenkneift, kann man ganz feine weiße Querstreifen erkennen. Er ist jemand, der Erfolg gehabt hat. Er ist Dermatologe und er liebt die Kunst. Teuer? 200.000. Hantington nimmt es für 220.000 zurück. Wer ist das? Hantington. Kenn ich nicht. Die Galerie Hantington. Die Galerie Hantington nimmt es für 220 zurück? Nein, nicht die Galerie, eher Hantington selbst für sich. Warum hat das dann nicht gleich selbst gekauft? Der Markt muss in Bewegung bleiben. Ja. Serge. Du hast doch für dieses Bild keine 200.000 Euro bezahlt. Aber Junge, das ist der Preis. Das ist ein Entrio. Hast du für dieses Bild wirklich 200.000 Euro bezahlt? Ich war mir sicher, dass du das nicht verstehen würdest. Ein intelligenter Junge, den ich seit langem schätze. Ingenieur der Aeronautik. Gehört zu diesen neuen Intellektuellen, die sich nicht allein damit begnügen, Feinde der Moderne zu sein, sondern die sich unbegreiflicherweise auch noch etwas darauf einbilden. Man findet bei den Anhängern der guten alten Zeit seit kurzem eine wirklich verblüffende Arroganz. Wie kannst du sagen, diese Scheiße? Lach, alter Junge, lach. Ich finde es einfach großartig. Für 220.000 Euro. Du Serge, ich habe mir gerade eine Zahnbürste für 3.000 Euro gekauft. Oh Gott. Ich finde es einfach großartig, dass du dieses Bild gekauft hast. Dass du diesen Kauf großartig findest, ja. Wunderbar. Dass du darüber lachen musst, schön. Aber ich möchte gerne wissen, was du mit dieser Scheiße meinst. Du machst dich wohl über mich lustig? Keineswegs. Diese Scheiße verglichen womit? Wenn man sagt, dies oder jenes ist eine Scheiße, dann muss man doch einen Wertmaßstab haben, um darüber urteilen zu können. Es ist eine Scheiße, entschuldige bitte.
Ich heiße Ivo. Ich bin etwas angespannt. Denn ich habe gerade eine Stelle als Vertreter in einer Papiergroßhandlung gefunden. Nachdem ich mein ganzes Leben lang in der Textilbranche war. Ja, ich bin ein sympathischer Kerl. Mein Berufsleben ist immer ein Fehlschlag gewesen. Und in 14 Tagen werde ich mich mit einem netten, reizenden Mädchen aus guter Familie verheiraten. Was machst du da? Ich suche die Kappe meines Filzstifts. Gut, das reicht. Ich hatte sie noch vor 5 Minuten. Das ist doch nicht weiter schlimm. Doch! Hör auf und kauf dir einen anderen. Ich habe besondere Filzstifte. Du kannst damit auf allen schreiben. Das macht mich nervös. Wenn du wüsstest, wie mich die Gegenstände aufregen. Ich hab diese Kappe vor 5 Minuten auf meiner Hand gehabt! Wenn du nicht aufhörst, dann geh ich! Okay, ich auch. Hast du Serge in den letzten Tagen gesehen? Nicht gesehen. Und du? Er hat sich gerade ein Bild gekauft. Ach ja. Und schön? Weiß. Weiß? Weiß! Stell dir ein Ölgemälde vor. Von etwa 1,60 Meter auf 1,20 Meter. Der Untergrund ist weiß, ganz weiß. In der Horizontale ganz feine weiße Querstreifen, verstehst du? Na, und in der Diagonale da eine horizontale Linie vielleicht nach unten. Du Mark? Hm? Sag mal, wie kannst denn du die sehen? Wie bitte? Na, die weißen Linien. Wie kannst du denn die weißen Linien sehen, wenn der Untergrund weiß ist? Weil ich sie eben sehe. Weil die Linien meinetwegen leicht grau sind. Oder umgekehrt, weil es vielleicht Nuancen im Weiß gibt. Das Weiß ist mehr oder weniger weiß. Reg dich doch nicht auf. Warum regst du dich auf? Weil du an allem etwas auszusetzen hast und mich nie zu Ende erzählen lässt. Gut. Gut. Und? Du siehst das Bild also vor dir. Ich sehe es. Und rat mal, was Serge dafür bezahlt hat. Er ist der Maler. Ich wusste, dass du diese Frage stellen würdest. Logisch. Nein, es ist gar nicht logisch. Sehr wohl logisch. Du bittest mich, den Preis zu raten, aber weißt du ganz genau, dass sich der Preis immer nach dem Kurs des Malers richtet. Ich erwarte ja nicht von dir, das Bild nach diesem oder jenem Kriterium zu bewerten. Ich frage dich nur, was du, Yvonne, für dieses Bild bezahlen würdest. Keinen Cent! Genau! Gut! Nenn eine Zahl aufs Geradewohl. 10.000. Ach, Gott. 20.000. 50.000. 100.000. Mach weiter. 150. Mach weiter. 200. 200 diese. Nein. Doch. Bescheuert. Nicht wahr? Obwohl. Was? Was obwohl? Na ja, wenn es ihm Spaß macht. Ja, genug. Was soll das heißen, wenn es ihm Spaß macht? Was soll diese Philosophie des, wenn es ihm Spaß macht? Ja, solange er niemand anderen damit schadet. Aber er schadet anderen damit! Ich bin in meiner Ruhe schon Mann! Siehst du? Was mich im Grunde wirklich verletzt, ist, dass man mit ihm einfach nicht mehr lachen kann. Aber doch. Nein. Hast du es versucht? Natürlich. Er hat die Zähne nicht auseinandergebracht. Ja, 200.000 Euro ist auch ein bisschen teuer, um noch darüber lachen zu können.
Bei mir lacht er mit. Das würde mich wundern. Er lacht mit, du willst sehen. Ähnliche Periode, aber das ist eine aus den 70er Jahren. Ja, ja. Ja? Rein theoretisch. Ja? In Wirklichkeit nein. Gefällt's dir? Ja. Sinnfällig. Sinnfällig, ja, ja. Und zugleich... Magnetisch. Nein, ja. Doch, ja, ja. Und hier hast du da keine Vibration? So ist ja schon, ja. Nein, 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 du müsstest mittags kommen. Die Vibration der Monochromie, die überkommt einen nicht bei künstlichem Licht. Aha. Obwohl wir es hier noch nicht einmal mit Monochromie zu tun haben. Nein. Wie viel? 200.000. Ach ja. Völlig am Boden zerstört. Ach, ja. Er hat gesagt, es sei eine Scheiße, ein völlig unzutreffendes Wort. Das stimmt, ja. Ja, man kann nicht sagen, dass es eine Scheiße ist. Nein. Man kann vielleicht sagen, verstehe ich nicht. Ja, ja. Begreife ich nicht. Man kann aber nicht sagen, dass es eine Scheiße ist. Du hast doch gesehen, wie es bei ihm aussieht. Er ist im Augenblick etwas finster. Nein, nein, nochmals nein. Ich habe bei ihm so eine Art Herablassung gespürt. Bisschen Spott. Weißt du, ich habe nachgedacht. Ich habe nachgedacht und meine Meinung geändert. Als ich neulich mit dem Auto durch Paris fuhr, habe ich an dich gedacht und mir gesagt, steckt in dem, was Serge getan hat, nicht im Grunde echte Poesie? Ist die Tatsache, dass er sich zu diesem unvernünftigen Kauf hinreißen ließ, nicht im Grunde eine höchst poetische Handlung?
Ich erkenne, du hast so einen sanften... Wie sanft du heute bist, ich erkenne dich gar nicht wieder. Du hast einen sanften, subalternen Ton drauf, der nebenbei bei mir gar nicht zu dir passt. Nein, nein, glaub mir. Ich leiste ehrlich Abbitte. Abbitte weswegen? Na. Ich bin zu nervös, ich bin zu vordergründig, ich bin zu empfindlich, mir fehlt die Gelassenheit, wenn du so willst. Es stimmt wirklich, dass dir die Gelassenheit fehlt. Ja, bestimmt! Ja. Poesie! Oh! Kein Humor, das ist wirklich kein Humor, alter Junge. Warum war da neulich einer Meinung mit mir? Yvonne findet, dass ich keinen Humor habe. Nein, das ist eine Art Packpapier vom Künstler hergestellt. Du sagst, der Künstler wie eine Art Gottheit. Ja, für mich ist er eine Gottheit. Du glaubst aber nicht, dass ich diese Summe für einen gewöhnlichen Sterblichen geblättert hätte. Natürlich nicht. Wenn ihr wollt, nicht genau in 3 Minuten kommt sie alleine. Ich habe ein aufgezeichnetes Video in dieser Restaurant gefunden. Warum bist du so gereizt? Ich bin nicht gereizt. Doch, du bist gereizt. Dramatisch. Ein unlösbares dramatisches Problem! Die beiden Stiefmütter wollen auf der Einladungskarte stehen. Kathrin betet ihre Stiefmutter an. Ich hasse die Mann. Es kommt überhaupt nicht in Frage, dass meine Stiefmutter auf der Einladung steht. Ich habe also einen Vorschlag gemacht, dass überhaupt keine Eltern draufstehen. Kathrin hat aufgeschrien und behauptet, dass eine Ohrfeige für ihre Eltern, die sie sich für teures Geld in den Pfand bezahlten. Ich lasse mich also überzeugen, bloß aus Erschöpfung, dass meine Stiefmutter, die ich hasse, die eine Schlampe ist, mit auf der Einladung steht. Ich rufe also meine Mutter an. Ich sage zu ihr, Mama, ich habe alles getan, um das zu verhindern, aber es geht nicht anders. Woraufhin sie mir zur Antwort gibt, wenn Christine auf der Einladung steht, will ich nicht draufstehen. Ich sag dir, Mama, ich flehe dich an, bitte vergifte nicht die Atmosphäre. Wie kannst du es wagen, meinen Namen einsam auf der Einladungskarte schweben zu lassen? Wie der einer verlassenen Frau! Unter den Christins, der fest mit dem Familiennamen deines Vaters verbunden ist. Ich sag's ihr, Mama, bitte, Freunde warten auf mich, ich hänge gleich auf. Ja, ja, du hast immer Besseres zu tun. Bis jetzt hast du deine Geschäfte stets aufs Chaotischste geregelt. Und nur, weil du plötzlich E-Aktivität entwickelst, muss ich einen ganzen Nachmittag und einen ganzen Abend mit deinem Vater verbringen. Einen Mann, den ich seit 17 Jahren nicht gesehen habe und dem ich meine Hängebacken und meine Korpulenz nicht gerade vorzuführen gedachte. Ich sag's dir, Mama! Bist du denn so egoistisch? Ich bin nicht egoistisch! Ich bin nicht egoistisch, Ivo! Du musst noch viel lernen über das Leben, mein Kleiner. Los! Lauf! Lauf! Und geh zu deinen Freunden. No!
leider nichts. Nichts ist gelöst. Ich habe aufgelegt. Abgekürzt, weil ich schon zu spät dran war. Warum sollst du dir von all diesen Weibern so zusetzen? Soll ich dir mal sagen, wie ich deine Weibergeschichten sehe? Na sag schon. Die hysterischste von allen, meiner Meinung nach, ist Katrin, bei weitem. Eindeutig. Und wenn du dich jetzt schon so von ihr schikanieren lässt, dann mach dich auf eine furchtbare Zukunft gefasst. Was kann ich tun? Ja. Oh. Ja. Rückgängig machen? Die Heirat rückgängig machen? Er hat recht. Aber das kann ich nicht! Ihr seid ja bescheuert. Kannst du das nicht? Na, ich kann nicht, weil ich eben nicht kann. Du kannst doch. Es ist schon alles arrangiert. Ich bin seit einem Monat in der Papierbranche. Die Papierwarenhandlung gehört ihrem Onkel. Der es absolut nicht nötig gehabt hat, jemanden einzustellen. Na, und schon gar nicht jemand, der nur in der Stoffbranche gearbeitet hat. Tu, was du willst. Ich habe dir meine Meinung gesagt. Entschuldige, Serge, aber ohne dich verletzen zu wollen, du bist wirklich der Letzte, von dem ich mir Ratschläge Ideen geben lasse. Man kann ja nicht sagen, dass dein Leben auf diesem Gebiet ein großer Erfolg ist. Eben. Ich kann diese Heirat nicht rückgängig machen! Übrigens, ich habe heute an dich gedacht, wir haben im Geschäft 500 Plakate gedruckt von einem Kerl, der weiße, völlig weiße Blumen auf weiße, völlig weiße Unterdruck malt. Der Fortrichtung ist nicht weiß. Nein, natürlich nicht. Ich soll... Findest du, dass das Bild nicht weiß ist, Yvonne? Nicht ganz, nein. Ach so. Und was für eine Farbe siehst du? Ja, ich sehe Farben. Ich sehe gelb, grau, Linien, die etwas ockerfarben sind. Spreche dich diese Farben an. Ja, diese Farben sprechen mich an. Du hast eben keinen Charakter. Du bist ein wieder schwacher Mensch. Warum bist du so aggressiv zu ihm? Weil er ein serviler, kleiner Speichellecker ist, der sich täuschen lässt. Der sich täuschen lässt von dem, was er für Kultur hält. Eine Kultur, die ich übrigens ein für alle Mal verabschiede. Wie kannst du in meiner Gegenwart sagen, dass diese Farben dich ansprechen würden, Ivo? Weil es die Wahrheit ist. Die Wahrheit? Diese Farben sprechen dich an? Ja, diese Farben sprechen mich an. Diese Farben sprechen dich an, Ivo? Diese Farben sprechen dich an, das ist dein gutes Recht. Nein, dazu hat er kein Recht. Wieso hat er dazu kein Recht? Dazu hat er kein Recht. Dazu habe ich kein Recht? Nein. Warum hat er dazu kein Recht? Er hat deshalb nicht das Recht zu sagen, diese Farben würden mich ansprechen, weil es falsch ist. Diese Farben sprechen mich nicht an. Es gibt keine Farben. Du siehst sie nicht und sie sprechen mich garantiert auch nicht an. Das war für dich. Du Feinde! Ich schlage vor, dass wir nicht mehr über das Bild reden! 100.000 Euro für so eine Scheiße? Also für mich beginnt jetzt der logische Ablauf der Dinge. Heirat, Kinder, Tod, Papierwaren. Hast du auch noch eine einzige Sekunde überlegt, dass ich mich verletzen könnte, deine entschiedene Meinung zu hören? Nein. Als du mich gefragt hast, wie ich über Paula denke, habe ich dir nicht gesagt, dass ich sie hässlich, ranzig und reizlos finde. Ich hätte... So denkst du also über Paula, ja? Aber nein, das denkt er nicht. So kann man gar nicht über Paula denken. Misch dich nicht ein, verzieh dich! Was sagst du denn Abend? Ich versaue euch den Abend? Ja! Ich versaue euch den Abend? Ich? Also ich versaue euch den Abend? Ja, ja, reg dich nicht auf! Ich versaue euch den Abend? Wie willst du das noch? Ich versaue euch den Abend! Deine schlaffe Gegenwart! Die Gegenwart!
auf das Bild zeichnen.